Ja, hallo lieber Unent, ich habe es in meinem letzten Video schon angekündigt. Es geht weiter mit einer neuen Produktvorstellung. Ja, zusammen mit Ultimate Guard hier auf meinem Kanal. Vielen Dank hier nochmal an Ultimate Guard. Und zuallererst neben dem Portfolio oder Flexfolio Playset Ordner werde ich euch jetzt den Monolith vorstellen. Ja, wird vielleicht auch ein bisschen an den Setting Tower von Ultra Pro erinnern, dieser Monolith. Und eine sehr nette Deckbox, die ich jetzt hier mal mit euch aufmachen werde. Den gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und da haben wir doch mal, da können wir einiges lesen. So, hier steht drauf: Bietet Platz für bis zu 100 Karten der Standardgröße in zwei Hüllen. Also Double Sleeved, 100 Karten passen rein. Sehr schön. Oder 120 Karten in einer Hülle. Perfekt. Also da kommt mir doch jeder seinen Wünschen gerecht. Neue Deckel und Mittelteil sind identisch in Größe und Form. Wenn geöffnet wird, kann der Deckel als zweiter Kartenhalter genutzt werden. Auch sehr nett, das schauen wir uns doch gleich mal an. Sicherer Verschluss und leichtes Öffnen dank symmetrischer Struktur. Abnehmbares Würfel- und Zubehörfach, finde ich auch immer sehr nett. Und stabiles Material mit angenehmer Soft-Touch-Finish. So, wie bekomme ich das Ganze jetzt am besten leicht auf? Ich bin nicht so, ich habe nie groß irgendwie lange Fingernägel oder so. So, doch, das ging doch relativ leicht auf. So, dann einmal das Papierchen vermutlich hier weg, einmal erst den Müll beseitigen. So, und dann trennen wir das Ganze hier nochmal an der Seite auf. So, hier haben wir ihn, den Monolith. So, zuallererst, ja, er fühlt sich wirklich angenehm an. Es ist nicht so, so ganz glattes Plastik, es ist so ein bisschen, wie sagt man das, es fühlt sich so minimal weich an, sage ich mal. Wir haben hier schön das Monolith, so silberchrom. Hier hinten nochmal, wir haben hier schön das Ultimate Guard Symbol ein bisschen hervorgehoben. Und ja, dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Hinter der Kamera, ich muss immer aufpassen, dass ich natürlich mein Stativ nicht umschmeiße. So, geht auch ganz leicht auf. Genau, das war schon der erste Punkt, der hier oder der zweite oder dritte Punkt angesprochen wurde. Wir haben hier unser Deck und können hier gleichzeitig noch als Kartenhalter, beispielsweise fürs Exil oder ähnliches, dann, wenn wir im Spiel sind, die Kartenbox benutzen. Wir können hier jetzt mal das Würfelfach noch abnehmen, geht auch sehr leicht auf und haben hier jetzt drei Teile. So, dann holen wir doch mal ein paar Würfel, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meine Würfel hin habe. Würfel, Würfel. So. Gefunden. Probieren wir nochmal die ganz normalen W20 Würfel aus. Ja, wir sehen es hier eigentlich schon nahezu, wenn wir hier jetzt über den Rand schauen. Hier ist sogar noch Platz. Hier passen wahrscheinlich sogar noch größere Würfel rein. Schauen wir nochmal, wie viel wir insgesamt reinkriegen. Wie viel W20? So. 9 Stück. Wir kriegen hier sogar 9 W20 Würfel rein. Das ist eine ganze Menge. Und wenn wir das zumachen, sind auch die Würfel geschützt. Okay, man gehen Würfel kaputt, aber die Würfel sind schön geschützt. Wir können hier unser Deck reinmachen. Jetzt brauche ich mal mein Double Sleeve Deck. So, hier haben wir mein Koselect Deck. Die zwei Tokens zur Seite. 100 Karten Double Sleeved. Einmal wieder rein. Testen wir das Ganze doch, was Ultimate Guard hier schreibt. Und wir sehen 100 Karten Double Sleeve, sogar eigentlich 101, passen hier wunderbar in das Deck rein, in die Deckbox. Schließen das Ganze zu, schließt schön bündig ab. Wenn wir jetzt hier schauen, wie die Würfel klappern, machen wir das mal kurz weg und schauen mal, wie unsere Karten. Wir sehen die Karten, die schließen. Man erkennt es dadurch, dass es hier durchsichtig ist. Es ist kaum Platz, wo die Karten irgendwie hin und her rutschen können oder sich beschädigen. Gefällt mir doch sehr schön. Also ich würde sagen, das ist doch mal wirklich ein Konkurrenzprodukt zu dem Setting Tower von Ultra Pro. Also sehr schön, sehr schöne Deckbox. Ich werde mir das Ganze, den Monolith, mal noch in anderen Farben anschauen. Wenn ihr diesen Monolith erwerben möchtet, ich habe ihn momentan noch nicht im Sortiment. Schaut einfach auf MKM, dort gibt es ihn in vielen verschiedenen Farben. Ich
bin mir relativ, ja, oder ich werde ihn auch ins Sortiment aufnehmen. Wie gesagt, ich bin momentan noch beim Umzug. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dann von Ultimate Guard die Produkte mir bestellen werde und sie dann euch anbieten werde. Wenn das soweit sein wird, dann werde ich euch das Ganze natürlich sagen und ankündigen. Und hier nochmal natürlich vielen Dank an dieser Stelle an Ultimate Guard für dieses Produkt. Vielen Dank dafür und dann dürft ihr euch noch auf eine weitere Sache freuen. Für alle, die mal meine Videos bis zum Ende schauen, eine Ankündigung. Ich werde hier einige Sachen von Ultimate Guard vorstellen. Das wird auch ein bisschen was insgesamt an Wert haben. Und wenn diese Produkte alle fertig vorgestellt sind, dürft ihr euch darüber freuen. Warum? Erstens, ihr wisst ein bisschen mehr was über die Produkte. Aber zweitens, vielleicht noch viel wichtiger für euch, es ist so, dass ihr dann alle Produkte gewinnen könnt. Ich werde dann ein großes Gewinnspiel machen, oder vielleicht auch zwei, schauen wir mal, oder ein bisschen aufteilen, aber vermutlich ein oder zwei Gewinner werde ich dann ziehen, die dann diese ganzen Sachen gewinnen können. Aber dazu werde ich nochmal ein extra Video machen, mehr dazu dann in einem weiteren Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank an Ultimate Guard und bis dahin, ciao!